Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Banishers Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge haben wir uns die Zeit genommen, dieses nicht riesige, aber doch sehr geräumige Schiff zu untersuchen. Und ich sehe gerade, wenn man sich einmal ausgelockt hat, dann kommen die Sachen hier auch schon wieder. Das heißt, wir nehmen das auch nochmal schnell mit. Ja, und haben in dem Schiff so einiges noch erledigt und in dieser Folge würde ich jetzt, naja, gerne ist relativ, aber würde ich auf jeden Fall jetzt hier mich um diese Überreste hier kümmern. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Mhm. Ich weiß aber leider nicht mehr mit welcher Beschwörung. Ich denke, es war die erzwungene Manifestierung, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Ich mach's ja immer falsch irgendwie. Lasst euch sehen! Oh nein, in dem Fall ausnahmsweise nicht. Ich steh nicht einfach so rum. Bewegt! Ja, das wäre gut, ne? Oh, fuck. Weich aus, wenn du kannst. Nee, echt? Sollte ich das tun? Wusste ich noch gar nicht. So nicht, mein Freund, so nicht. Ja. Der reagiert sehr schnell mit dem Ausweichen. Ja, kann sie, aber... Aber sie weicht auch nicht aus, also... Das muss ich selbst erledigen. Da! Ach, da oben. Ich hab hier was für dich. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Anscheinend ist hier aber noch irgendwo einer, den ich nicht sehen kann. Ach, da oben. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Ja, weiß ich. Macht erhöht, plus 1. Sehr schön. Nachdem wir dann auch gesehen haben, wer da noch war. Oh, ich hasse diese großen, breiten Kerle, ne? Ich weiß nicht warum. Die können doch nicht mal eine Sekunde stehen bleiben, dass man mal kurz nachladen kann. Die stürmen von A nach B, drehen sich um, stürmen von B nach C und die holen irgendwie keine Luft. Keine Ahnung. Okay, aber wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch wieder den Weg zurückfinden. ja, das eine wollte ich ja nicht machen mit der Beschwörung hier. Die Ecken erkunden. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wo wir jetzt eigentlich... Ach, wieso gehe ich immer auf die falsche Taste drauf? Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Wenn wir jetzt da den Weg hochgehen, müssen wir nach links. Da ist unser Ziel. Okay. Ich weiß nicht genau, warum nach links, weil von da kamen wir doch meines Wissens nach. Denke ich. Ich weiß es nicht. Es ist schon wieder fast 24 Stunden her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Das heißt, ich weiß überhaupt gar nichts mehr. Es tut mir leid. Das dürfte dann hier hoch sein, oder? Ja, genau, weil rechts rum, das war dieses eine... Wo ich jetzt aber nicht wirklich Zeit für habe, weil die dauern immer ziemlich lange. Und das ist zwar schön, wenn man sich da dann verstärken kann, aber naja. Ach, hier rum wahrscheinlich, ne? Und von rechts sind... Ne, Moment, hier ist das Schiff schon wieder. Das
ist aber richtig laut, den Ding. Hä? Das ist ja auch oberhalb vom Schiff. Ach Gott, ja, ich hab nur reingeguckt. Oh, das ist wieder das Schiff, also gehen wir da nicht rum, so nach dem Motto. So, ich höre hier irgendwie komische Geräusche. Es ist ein bisschen befremdlich, wenn sich die Gegend erst aufbaut, wenn ich hinkomme, aber ist das jetzt hier richtig? Nee, jetzt gehe ich wieder zurück. Die Ecken erkunden. Hm. Ich bin von hier gekommen, oder? Da oben sind Nebenziele. Ich bin auf jeden Fall... Oben habe ich die Lagerfeuer freigelegt. Also müssen wir jetzt doch nach hier unten. Oder muss ich das machen? Aber man braucht doch keinen endlosen leeren Riss. Es steht ja nur die Ecken erkunden. Können wir hier vielleicht weiter mit irgendetwas? Da ist so eine komische Linie. Oder muss ich doch da durch? Ich bin mir jetzt hier gerade gar nicht sicher, weil kein richtiges Questziel in dem Sinne hier ist. Das Schiff haben wir ja schon gemacht. Oh, ich sehe gerade, da oben ist noch was, ne? Kann ich von hier aus da ranschießen? Perfekt. Ja, weil das Schiff haben wir ja schon gemacht. Unten die... Ja, Geißel ist es ja nicht. Das haben wir jetzt auch schon beschwört. Links, das möchte ich nicht machen. Diesen endlosen leeren Dingsbums da. Ich meine, wenn es nicht anders geht und wir nichts anderes mehr haben, muss ich es natürlich machen. Klar. Hier geht es noch weiter. Mein Spiel möchte gerade nicht, dass es weitergeht. Es war gerade am Haken. Warum auch immer. Welchen Einfluss der Albtraum hier auch haben mag, sehen tut man nichts davon. Hat sich unser Questziel jetzt geändert? Ah, okay. Also, die Ecken erkunden heißt dann so viel wie lauf einfach durch. Gut. Ist vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber gut. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist, was wir einsammeln können. Da ist nichts. Da links können wir theoretisch hochgehen. Kommen wir dann an der gleichen Stelle letztendlich aus? Bringt uns das irgendwas, wenn wir da hochgehen? Ich gucke jetzt mal eben, ist hier unten noch was zum Einsammeln? Hier ist noch was zum Einsammeln. Nee, ist nicht zum Einsammeln. Ich dachte, die kann man... Weil ich glaube, so richtig bringt uns das nichts, oder? Es sei denn, natürlich oben ist jetzt irgendwie so ein Hebel oder so für die Zugbrücke hier. Und auch hier ist noch was zum Einsammeln. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Da. So. Sonst kann man hier aber eigentlich nichts machen. Die Frage ist, wie lassen wir jetzt die Brücke hinunter? Dran schießen können wir, glaube ich, nicht. Ich frage mich, weshalb. Um Leute hier zu behalten oder etwas fernzuhalten. Achso, wir können auch andersrum. War das... Ja. Irgendwas ist hier. Ja, nur wo? Es wird immer so früh angezeigt. Ach, hier. Nun gut. Und nun? Nun kommen wir nicht weiter, weil wir nicht durchs Wasser dürfen, oder? Nee, wir dürfen nicht durchs Wasser. Schade. Nur so ein bisschen ins Wasser rein, dass die Füße nass werden, dass wir uns erkälten, aber mehr dürfen wir nicht rein. Ja, was machen wir jetzt mit der Brücke? Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit? Das ist der einzige Weg, ne? So wie ich das hier sehe. Da hinten gibt es noch mal was, aber das endet da alles so im Wasser. Ja, und wie komme ich jetzt dahin? Ich habe absolut keine Ahnung.
Oder muss ich doch irgendwie mit einem... Ah, Moment, da unten ist ein Boot oder sowas? Aber das, naja, das ist aber auch kaputt, denke ich mir mal. Da werde ich wohl nicht... Hier kann ich auch nicht drauf zielen. Also zielen schon, aber es bringt mir nichts. Wie ist es denn mit ihr? Wir können ja auch nicht rüberspringen oder so, ne? Also, dass wir uns hier irgendwie... Ja, das ist ja toll. Jetzt stehen wir hier in der Sackgasse. Das ist immer gut. Also, wir können hier unten zum Wasser. Die Frage ist, können wir dieses Bötchen hier benutzen? Wahrscheinlich nicht. Sieht nicht so aus. Nee. Da hinten wäre jetzt nochmal so ein Anker. Ja, da kann ich auch nicht drauf schießen hier auf das Ding, oder? So weit weg. Da wäre noch mal ein Anker. Wir haben aber kein Schiff, mit dem wir irgendwie darüber kommen, ne? Da, wo wir eben waren, da war ja auch alles kaputt. Das Ding ist auch kaputt. Oder war doch gerade noch was? Ach, schade. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein Lagerfeuer. Das wäre natürlich super. Sollte ich jetzt die Lösung bald finden, dann lasse ich das Ganze an Cut. Sollte ich jetzt hier noch eine Stunde rumlaufen und suchen, dann schneide ich das Ganze mal ein bisschen zusammen, weil irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen verarscht vom Spiel, wenn ich ehrlich bin. Weil, ich meine, wir waren jetzt eben bei einem großen Schiff. Das können wir natürlich nicht nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob bei dem Schiff, doch da hinten ist noch so ein Boot gewesen. Aber ich meine, das konnte man nicht benutzen. Ich meine, das war auch kaputt. Ja, das sieht mir auch sehr kaputt aus. Okay. Und hier ist sonst, denke ich mal, auch kein... Oder kann man hier vielleicht noch irgendwas? Auch nicht, ne? Ja, ist ja gut. Nimm's einfach. So. War das jetzt hier? Ja doch, im Endeffekt den Weg... Dann wieder zurück. Ja, lauf bloß nicht. Immer mitten im Laufen abbrechen. Das ist immer gut. Och, nö. Ja. Zielen kannst du auch wieder nicht. Ist klar. Bewegung. Darf ich auch mitmachen? Nö. Aber du darfst die ganze Arbeit wie immer alleine machen. Ach, das ist doch blöd. Hier sind wir doch hergekommen. Warum müssen jetzt hier wieder neue Gegner kommen? Das ist doch ätzend. Ja, im Endeffekt muss ich hier hoch. So wie das aussieht. Aber ich kann da gar nicht hoch. Oder wie? Oh nee, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Bin ich die ganze Strecke extra zurückgelaufen? Kriegst du gar noch Gegner, als ob das richtig ist, dass ich zurücklaufe? Wieso ist das eigentlich hier die ganze Zeit grün am Blinken? Ich weiß es nicht. Und dann, ups, dann komme ich da nicht hoch. Och, komm. Alter, wieso werde ich hier eigentlich ständig angegriffen, obwohl ich hier überall schon gewesen bin?
Ja, also ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück, gehe ich mal stark von aus. Ich kann hier nirgendwo runterspringen, ne? Ich kann hier nur den ganzen Weg jetzt wieder zurückgehen. Wieso fliegst du hier in der Luft? Hallo? Alles okay bei dir? Ja, er kann auch nicht mehr laufen. Sehr schön. Ach, jetzt auf einmal doch wieder. Alter! Hä? Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Habe ich nicht vorhin mit denen gekämpft? Vor allen Dingen geht der gar nicht auf mich los. Ich kann die auch gar nicht von hier oben anschießen. Also, gut, ich bin jetzt hier auf der falschen Seite. Okay, das gebe ich jetzt zu. Aber wieso sind die jetzt... Ich verstehe jetzt hier gerade überhaupt gar nichts mehr. Ich gehe jetzt erstmal durch die Höhle wieder zurück. Doch, durch die Höhle zurück. Wenn ich denn da durchkäme. Okay. Also, da hinten warten die auf jeden Fall auf uns. Die Frage ist, können wir die umgehen? Weil eigentlich muss ich doch nicht da durchlaufen, oder? Aber mich nervt das, dass ich jetzt schon wieder... Doch, ich muss aber da durchlaufen. Mich nervt das, dass ich jetzt schon wieder mit denen kämpfen soll. Ich meine, ich habe das doch eben auf dem Hinweg erst gemacht. Ich bin vor... Nee, Moment. Ach, die sind da ganz unten. Ach so. Ja, ich bin natürlich hier oben rumgelaufen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt und behauptet das Gegenteil. Warum die jetzt aber alle wieder auftauchen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall nochmal zurück zu dem Schiff. Nicht dem Schiff, der Brücke. Und schau mal, ob ich da noch irgendwas, ja, entdecken kann. Denk mal. So, wir sind wieder am Strand angekommen. Mal gucken, vielleicht kann man hier oben noch irgendwas machen. Aber da war ich doch eigentlich, oder? Da bin ich doch danach noch hochgelaufen, soweit ich mich erinnern kann. Und hier ist so nichts. Ja gut, hier lag der eine Typ da, das schon. Ich finde das nur komisch, dass man die Brücke nicht runterschießen kann. Ah ne, das war nur da hinten eine Fackel, ich wollte gerade sagen. Oder? Ne, das ist nur ein Schatten. Aber es muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Das kann doch nicht nur sein, dass man jetzt wegen dem Grünen da hinten rum musste, oder? Dass man hier irgendwie durchs Wasser noch kann oder sowas. Moment. Nein! Oh, bin ich wirklich so blind? War das ernsthaft vorhin auch schon? Oh mein Gott, nein. Ja, da muss es aber auch eine Möglichkeit geben, die andere Seite runterzuschießen. Aber da habe ich auch nichts gesehen. Oder kann man das jetzt erst sehen? Das ist da oben. Ist doch bestimmt hinter dem Felsen jetzt, oder? Ich war ja vorhin auch schon hier unten. Ja, jetzt, wo es runtergelassen ist, kann man es aber sehen. Ach, na toll. Oh, manchmal zweifle ich an meinen Verstand. Ja, wir haben jetzt noch eine extra Runde gedreht und haben uns nochmal mit den Gegnern nochmal angelegt, was ich ziemlich blöde finde, weil, ne, eigentlich, wenn man was geklärt hat, sollte es auch tatsächlich leer sein. Dass man eben nicht dieses Problem hat. Hier kann man noch rum. Da ist was zum Abschießen und... Nein, der zückt nicht die Waffen. Okay. Ich bin sowas von stark davon ausgegangen, dass ich jetzt kämpfen muss. Aber wahrscheinlich dann irgendwie auf dem Rückweg oder so, so wie ich das Spiel kenne. Oh, da kann ich rein. Sehr schön. Die Frage ist nur, ich habe doch hier gerade was abgeschossen. Hä?
habe hier doch gerade was abgeschossen. Kann ich das nicht aufheben? Ist das im Haus gelandet oder so? Ich weiß es nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Oder auf dem Haus? Dass das jetzt oben im Dach hängt? Beziehungsweise auf dem Dach? War das jetzt die automatische Entriegelung der Tür? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Ah, Moment. Leinen. Ja, ich glaube, ich habe die Überreste des Wolfes gefunden. Wölfe haben ja immer Leinen dabei, ne? Das wissen wir ja alle. Das haben wir ja schon erlebt. Jetzt können wir... Nein. Och, Junge. Wenn du vor etwas Gelben stehst und daneben steht, dann nimm das Gelbe und öffne nicht die Tür. Danke. Ach, mein Gott. So. Nehmen wir das auch. Und dann nehmen wir natürlich noch die Truhe. Sehr schön. Okay. Ja, aber das soll es auch schon für heute gewesen sein. Denn was wir hier oben in dem, ich sag jetzt mal, Dörfchen noch erleben, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.